Krönung von König Charles III, Prinz 10 Reihen hinter Royals. Prinz Harry, 38, wird bei der Krönung seines Vaters, König Charles, 74, 10 Reihen hinter den anderen Royals sitzen. Das sagte ein königlicher Insider der The Sun. Der ehemalige königliche Butler Paul Borrell. 64, verriet außerdem, dass der Herzog von Sussex bei seinem Kurzbesuch im Mai kaum Zeit habe, mit dem König oder seinem Bruder Prinz William, 40, zu sprechen. Er fügte hinzu, dass er glaube, dass es keine Chance auf eine Versöhnung gebe, nachdem Harrys Memoiren Spare Anfang des Jahres für Aufsehen gesorgt hatten. Obwohl es den Anschein einer Brüskierung macht, könnte Prinz Harrys hintere Position in der Westminster Abbey hilfreich sein. Wenn er tatsächlich einen schnellen Abgang machen möchte, verriet der ehemalige königliche Adjutant weiter. Borrell sagte dann Wotun von GB News, er will nicht viel Zeit mit den anderen Familienmitgliedern verbringen. Ich denke, dass er von den Windsors einen eisigen Empfang bekommen wird. Er fügte auch hinzu, dass der Herzog von Sussex seiner Meinung nach lange nicht in der Nähe bleiben werde, da er innerhalb von 24 Stunden das Vereinigte Königreich wieder verlassen will. Der ehemalige Butler ist der Ansicht, Harry kommt, um einen Fuß in die Tür zu setzen. Und er kommt, weil sein Vater will, dass er dabei ist. Borrell, der ein enger Vertrauter von Prinzessin Diana war, glaubt dennoch, dass der König erfreut sein wird, dass seine beiden Söhne bei seiner Krönung anwesend sein werden. Harrys Ehefrau Herzogin Meghan, 41, und die beiden gemeinsamen Kinder werden nicht aus der Wahlheimat USA zur Krönung am 6. Mai 2023 in London anreisen. Über die Gründe für diese Entscheidung ist bereits viel spekuliert worden.